Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Resident Evil 5 hier auf The Nerdum Way of Life mit mir, dem Dre, mit Arcaniac, mit Chris und mit Sheva und mit ein ganz bisschen Internet. Ja, viel ist es nicht. Es wirkt so, als wäre es nicht wahnsinnig viel, das stimmt. Ja. Eventuell ist das die letzte Folge. Ich will nichts versprechen, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, mal schauen. Your plans are finished, Wesker. There's no way out this time. Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me. Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world, I'm saving it. Ist schon geil inszeniert, oder? Das muss man schon mal so, kann man ruhig mal sagen. Ja, aber ich find's auch gut, dass er nur dich killen will. Also. Ja, mit dir hat er keinen Stress. Er mag nur mich nicht. Ja. Nur hab ich ihn jetzt getriggert. So, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie dieser Kampf funktioniert. Ich weiß, dass er ganz schön stressig sein kann. Oh, ich hab einen Raketenwerfer. Ja, ich auch. Zumindest habe ich die Muni dafür. Ach so. Ja. Okay, dann finden wir raus... Ich habe hier Wesker für dich. Dann finden wir raus, wie das geht. Ich habe jetzt nämlich einen Raketenwerfer. Moment. Okay, Friendly Fire müsste ja aus sein. Okay, der ging daneben. Okay, ich glaube, wir müssen uns irgendwie ein bisschen absprechen, dass wir... Ah, die Blöse. Nein. Warte, ich bin da. What? Ich hatte gar keine Möglichkeit, dich zu retten. Wie... Die Sau. Weil es zwei Schläge sind. Einer hat mich in okay. gebracht und einer... Ja, okay, weiter. Nächster Versuch. Ja. Ich sehe nicht. Ey, uns aber auch nicht. Er kommt. Ist der Sache. Nee, er wirft eine Rakete, glaube ich. Nein. Ja. Ja, aber wohin, wenn er nicht weiß, wo wir sind? Keine Ahnung. Lass ihn werfen, wenn es ihm Spaß macht. Ja. Okay, hast du ihn? Siehst du ihn? Vielleicht. Ja. Jawohl. Okay, ich geh ran. Hau ihm die Spritze rein. Komm ran. Oh. Ah, shit, was? Okay, aber das hat aber gut funktioniert. Ich glaub noch ein, zweimal. Hat aber sehr gut funktioniert. Okay, ich renne nach oben, hole eine Rakete. Okay. Ich versuche ihn etwas abzulenken. Ja, ich glaube, er kommt zu mir, oder? Na. Ich meine, wenn er uns nicht. Ja, da ist er oben. Wow. Er ist oben. Er ist oben. Wenn er uns nicht sieht, ist es ja umso besser. Ich störe ihn ein wenig. Okay, eine kann Rakete. Ihn stunnen mit. Okay, jetzt ist er ausgewichen. Er kommt jetzt zu mir, ja. Okay. Bin auf dem Weg ich runter. Ich versteck mich hier um die Ecke. Okay. Roger. Come on.
Okay. Okay, er hat uns nicht. Sehr gut. Oh! Er wirft was? Er holt sich eine Rakete. Deckung. Your struggle is over! Er wirft zu dir? Okay. Nein, gerade. Okay, so wie eben, das wäre perfekt. Noch eine. Und noch eine. Noch eine. Er ist frustriert. Ich glaube, er weiß, dass du dort bist. Meinst du? What? Da, wen hat er gesehen? Da kommt er. Ah, daneben. War shit. Wow, okay. Kacke. Zwei Hits. Oh, Gold, was soll ich denn jetzt mit Gold? Gold. Habt eine Rakete? Okay. Er hat uns nicht. Okay. Wo ist er? Oh shit, er hat uns. Nee, hat er nicht. Oh. Er geht zu den Raketen. Ja. Kommst du jetzt dann heilig? Ja. Okay. Oh, what? Oh, was? Alter Vater, okay. Wie zur Hölle? Wir waren noch in Deckung, wieso hat er dich getroffen? Ja, keine Ahnung. Okay, aber jetzt wissen wir es wirklich, wie es geht. Er ist hier beim Scheinwerfer. Wo? Links. Shit, er macht ihn an. Drüben, okay. Ja, er macht ihn an. Mist, er hat mich. Ah, shit. Ich schalte ihn aus. Ja, warte, ich mach. Du musst uns den Raketenwerfer weglegen. Ja, aber du lenkst ihn ja ab. Oder so, ja. Nein, sie behält ihn in der Hand. Echt? Okay, sehr gut. Ja. Ich bleib hier. Ja, er ist hinter mir her. Ach komm, als hättest du nicht die ganze Zeit gewusst, wo ich bin. Okay, er hat uns nicht. Wenn er um die Ecke kommt. Nee, komm du her. Sonst springt er gleich wieder. Ja. Ja, jetzt ist er. Ja, er springt zu seinen Raketen. Scheiße. Okay. Puh. Hast du die Minimap an? Jetzt ja. Okay. Weil dann siehst du mal genau, wo er ist. Ja, stimmt. Okay. Und na, ärgerlich. Verdammt. Okay, aber ich habe eine Rakete hier unten. Hier in der Mitte. Achtung. Ja. Okay, ich hol die nächste. Ja. Okay, ich habe eine Rakete. Okay, er weiß nicht, wo wir sind. Ja. Ah, shit. Ah, weg ist er. Aber gut, nicht geschossen, oh. Das ist okay. What? Du was? Kannst uns gar nicht gesehen haben. Oh, shit, okay. Ich bin dran. Was? Okay, los. Okay, aber das war schon länger. Ich kann nichts. Du musst quasi, ja. Ging nichts, oder was? Nein. Okay, ich egal. Konnte nicht. Okay, kein Problem. Aber ja? Ich bin wieder geladen. Wieso bin ich schon wieder geladen? Ohne was gemacht zu haben? Ich bin zu ihm hin und hab Laden drücken können. What? Achso, es kann sein, dass. Eine Explosion. Das kann sein, dass ich die Rakete da hab liegen lassen. Okay, jetzt. Bin auf dem Weg. Ja. Da hast du. Puh, das ist ja Metal Gear Solid 4 hier, Alter. Did it work? I think so. This isn't over, Chris.
Okay. GG. Ja, danke, danke. Habe ich ganz allein gemacht. Ja, fast, ne? Ja, du hast ihm die Spritze reingehauen, also von daher, du hast auf ihn geschossen und die Spritze reingehauen. Ich habe ihn nur festgehalten. Ja, du kuschelst ja mit ihm. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. Ouroboros. In less than 5 minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Oh shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit muss man immer rechnen. Ja, ich merk's. Alter Vater, hat er die einfach mal durch den Bauch gekloppt mit der bloßen Hand, ey. Ja, okay. Ja. Genau, überspringen, alles klar. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator. Another one of Umbrella's leftovers. You knew what we had to do. All right, I'll go for the override lever. Cover me. Nein, komm schon. Ja, wir müssen ja alle Tode zeigen, oder? Alter Schwede, das war's wert, ja, würde ich auch sagen. Also das hat sich gelohnt. Boah, und wieder von vorne. Das war echt fies. Okay. Of your bullshit. Aber jetzt. Okay. You'll pay for that. Hang on! Ja, nein. Hab ich? Wahrscheinlich nicht. Oh, scheiße. Wenigstens geht's nicht nur mir so. Okay, nochmal. Das kam so völlig unerwartet. Okay, jetzt hab ich's. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das zusammenschneide. Ich werde wohl ein paar Fehlversuche rausschneiden, einfach um die Folge ein bisschen zu straffen.
Weil wir sind jetzt schon bei 33 Minuten. Und ach, das geht doch noch. Kleiner Spoiler. Nee, ich sag nix. Also die das Credits. Das war's ja doch gar nicht. Die Credits, die kommen ja auch noch. Oh, und das ja. War's ja wirklich noch gar nicht. Scheiße, ey. Was? Ja, das ist ein Boss, der ein bisschen mehr von einem verlangt, als nur mit dem Raketenwerfer auf ihn zu schießen, ein paar Quicktime-Events zu schaffen. Ja, kann ich verstehen. Ich würde auch mehr brauchen. Ja. Und wo könnte ein Finale von einem Spiel besser stattfinden als in einem Vulkan? Ja. Ouroboros. Nippe! I should have killed you years ago. Chris. Your mistake. It's over, Wesker! Over. I'm just getting started. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ja, genau. Ich weiß aber gerade wirklich nicht, wie es funktioniert. Es gibt irgendeinen Trick dabei. Danke. ach, komm. Oh shit, okay, ich muss laufen. Was hat das mit Natural Selection zu tun, Alter? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Muss ich dir den Weg freiballern? Ich kann den stunnen. Kannst du weitergehen? Ja, ne? Ja, ich komme okay. Zu dir. Was? Oh, shit. Just hold on, Sheva. Ich bin unterwegs. Ich bin gleich da. Oh. Kletter doch. Oh mein Gott. Was? Siehst du, was ich hier gerade mache? Ja, ne? Hat der gerade den Felsen geschlagen? Ja, er hat ihn einfach rumgekloppt. Okay, ich bin unterwegs, bin gleich da. Halt dich fest. Ja. Chris, lass spring noch! Halt. Ich kann nicht springen! Meine Füße sind schön warm. Hey, ich bin oben. Bist du oben? Okay, aber ich kann hier nicht rüber. Ja. Oh, shit. Was ist das? Fuck you. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. What? Alter, er hat mich einfach in die Lava geworfen. Ich wollte an ihm vorbeirennen. Kacke. Ich hab grad eine Eisgranate auf ihn geworfen, aber... Stimmt, vielleicht kannst du ihn von da irgendwie stunnen. Okay, und nochmal. Sniper. Was? Why can't you understand, Chris? Achso, eh hier. Do you really believe the world is worth saving? Natural Selection. Deine Mutter. Okay. Oh Gott. Just hold on. Schlag den Felsen, schlag ihn. Vor allem, das sind unterschiedliche Tasten, die ich hier drücken muss. Man muss Viereck, dann muss man den linken Stick drehen, dann muss man wieder X, dann Kreis, X. Das ist so bekloppt. Und ich kann dann da nicht mehr rüberspringen. Ich glaube, du musst zu mir rüberspringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ziemlich sicher sogar. Und komm schon, kletter hoch. Du kannst es nicht mehr. Stell dich doch nicht so an. Komm schon. Okay, da ist ein Schwachpunkt. Ja, genau. Dann feuer ich gleich mal. Oh.
Hat sie ihn erwischt? Ja, aber es interessiert ihn nicht so wirklich. Okay, ich bin um ihn rum. Solange es ihn stunt, das ist schon genug. Okay, alles klar. Schöner Spruch. Nee, nicht heilen. Ah, was ist hier los? Wieso habe ich meine... Ich habe meine Pistole nicht mit. Oh, Mann, ich Pfosten. Okay, ich komm runter. Wo bist du? Da, okay. Das ist ihm egal, dass ich auf ihn schieße. Ja, er ist jetzt gerade ziemlich ignorant. Pass auf vor seinen Schleuderattacken hier. Das ist ihm auch egal. Oh, oh, oh. Kopf. Mit meinen 2K Damage. Gehen wir vielleicht da nach hinten? Ich weiß nicht, ob das was triggert. Ich bin aber komplett leer geschossen, ich habe gar nichts mehr. Das ist immer gut. Oh shit, du auch. Oh shit, das ist leer. Okay, kommst du hinter ihn? Sehr gut, okay. Genau, jetzt dreht er sich zu dir natürlich. Was soll denn der Quatsch? Ja. Er muss ja diese Schwachstelle haben. Ich glaube... Ah, er kommt immer näher zu mir. Das ist egal. Achtung, Achtung, Achtung. Er schleudert dich direkt weg, wenn er dich hat. Also wenn du... Ja. Dreht sich aber nicht um. Nee. Was ist denn los mit ihm? Was stimmt denn nicht mit dir? Verpiss dich, Mann! Oh shit, er schmeißt mich hier gleich runter. Und... Ja, ich kann aber auch nichts machen. Krass, was müssen wir denn tun? Mann, sage uns, was wir zu tun haben. Was willst du mit deinem Arm? Ja, X-Kreis. Wo kommt die Kombination auf einmal her? Oh, gut, dass ich nichts zum Heilen mitgenommen habe. Ach, siehst du's? Ich weiß nicht, einen Schwachpunkt sehe ich nicht, aber ich schieße mal auf den Rücken. Ja, da ist ein roter Punkt. Oh, das... Oh, was? Was passiert? Hast du was zum Heilen? Ich heile mich. Ich weiß nicht, auf einmal hat der Boden vibriert. Oh, Kacke, was ist das denn jetzt? Ja, der Schwachpunkt, wir wissen's. Naja, ich bin nicht ganz sicher, weißt du's? Ja! Komm schon. Noch immer nicht. Oh shit, der hat's auf mich abgesehen. Schwachpunkt ist am Rücken. Taumelt er? Nee. Wow. Typ, chill mal. War doch alles spaßig. War doch witzig. Scheiße. Kann ich hier runterspringen? Nein, kann ich nicht. Oh, komm schon, bitte nicht jetzt hier runterschmeißen. Hier war irgendwo ein Kraut, oder? Da. Ja. Der Kenick hat das Spiel verlassen? Oh nein! Was? Nicht jetzt! Oh nicht! Nein! Kannst du wieder reinkommen? Also, warte. Ich muss dich einladen. Speichern beendet. Oh nein! Jetzt kommt er mit seinem Wirbel hier wieder an. Okay. Shit, ich muss Muni sparen. Schlechter Zeitpunkt. Oh nein, du bist raus, oder was? Oh, scheiße. Bist du noch im Spiel? Anscheinend. Aber wir hören uns nicht, oder? Anscheinend nicht. Oh, Kacke. Was geht jetzt? Oh, Kacke, du bist ja gleich down.
Ja, jetzt kommt, jetzt kommt's in die Party. Komm, schnell, schnell, schnell. Oh, okay, ich sehe, du versuchst es. Komm schon, komm schon. Bist du da? Ja, ich bin da. Sauber, ey, wir sind hier mega die Profis gerade. Okay. Okay. Schwachpunkt ist direkt vor dir, falls du wieder im Spiel bist. Ja, 10. Sauber. Ich versuche zu wechseln, okay. Getroffen. Sehr gut. Ich habe keine Muni mehr. Gar keine? Doch, Shotgun, aber das ist halt die Frage, wie ich die nutze. So. Oh ja. Wow! Das ist ihm scheißegal! Warte! Da hast du! Oh, danke, 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 danke! Ich bin jetzt gerade nur noch mit dem Sniper unterwegs und damit habe ich jetzt ja nicht die beste Erfahrung. Und leer, shit! Okay, noch 40 Schuss fürs MG. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja, er hat einen. Aber. Das reicht anscheinend immer noch nicht. Moment. Danke. Kein Ding. Oh mein Gott, ist das ein Spiel? Ja. Ist shit, das ein Boss? Wo ist sein Schwachpunkt? Hinter ihm? Stocken. Oh, oh, Moment. Hat er dich? Hat er dich? Nee, wo bist du? Nein. Oh shit. Jetzt sind wir tot. Nein, 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 nein. Das klappt schon, das komm, klappt schon. Komm, komm, komm. Okay, du hast was zum Heilen, oder? Ich kann uns heilen, ja. Okay, heil dich selbst. Ich bin, bei mir ist alles cool. Okay, okay, okay. Ist das ein Schwachpunkt? Ich weiß nicht. Ich bin komplett leer geschossen. Ich habe gar nichts mehr. Ja, ich hab. Hinten, hinten. Oh. Warte, ich messer ihn. Okay. Oh shit. Er wirbelt. Ah, danke. Sehr gut. Ach, komm schon. So kann es gehen. Freunde, ein Freund in Not, Trophäe. Ja. Sehr gut, siehst du. Läuft doch. Oh shit, oh, okay. Shit. Das war jetzt nicht so gedacht. Nein. Du hast noch Granaten. Ich hab nichts zum Heilen. Ja, stimmt. Gib mir die Brandgranaten. Das ist ihm egal. Ah, oh, er ist ein Schwein. Ja, ja, krass, krass, krass. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht einfach nur auf ihn schießen müssen, wenn die Schwachstelle freigelegt ist oder was. Ich, keine Ahnung. Ja, das werde ich jetzt versuchen, um weniger Muni zu wasten. Na toll, ich fange mit halber Energie an. Anzulocken. Da ist sie. Oh, shit. So nicht. So nicht. Ja, stimmt, sie ist freigesetzt. Aber so. Okay, hast mich überzeugt, so schon. Wo bist du? Da. Gibst du einen Heiler alles aus? Alles okay, alles okay. Ja, kann ich machen. Also, solltest du sowieso machen bei dir, wenn ich das gerade so sehe. Oh. So, und jetzt wächst sie wieder zu, oder was? Sieht so aus, ja. Okay. Ja, ja, okay. Oh, shit. Lass mich. Ist er hinter mir her? Ja, sieht so aus. Ja, sieht so aus. Hinten ist sie frei. Echt? Okay. Scheiße jetzt. Er dreht um. Ich schieße auf dich und er dreht sich zu dir? Ist doch Quatsch. Hab sie. Sehr schön. Ist weg. Er macht seinen Wirbel wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Okay. Okay. Mal sehen, wo ist sie? Vorne geht sie. Ja, vorne, ja. Vorne. Sehr schön. Warte, das reicht, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Einmal immer. Damit echt? Wir keine Muni reißen. Okay. Ich versuche wieder hinten. Einen für die Magnum habe ich noch. Oh ja, wie sieht mich schon wieder an. Okay, einen hinten, sagst du? Ja. Hinten ist getroffen. Sehr gut. Ja, er kommt zu mir. Ja, ich... Oh, nein, zu mir. Er ist sehr unentschlossen. Ja, was
Das finde ich aber nicht gut. Okay, er kommt zu mir. Zu dir. Oh, zu shit. Ah, oh, natürlich. Schwein, ey. Hab ihn. Sauber. You Wie can't hide forever. Hinten ist zu. Vorne ist er. Sehr schön. Echt? Reicht das schon? Weg. Boah, du Schwein! Oh, shit. Da kam keine Meldung und nix. Ja, das ist die Attacke, wenn er in den Boden stampft. Das ist er. Ich glaub schon, oder? Das ist er. Jawollo! First try, wenn ich richtig geschnitten hab. Das kannst du keinem erzählen. Okay, Quicktime-Events eventuell. Oh nein, bitte nicht. Wenn da jetzt noch was kommt. Ah, boah. Josh! Grab on! Chill! Die Leiter weg. Brothers. Nice. Ich wollte es gerade sagen, da kann man gerne mal applaudieren. Gratuliere, Herr Deluxe. Ich gratuliere Ihnen auch, Herr Erkaniak. Also, First Try Evesca gelegt, ist schon richtig gut. Auf Profi, Mann. It's over. Das glaubt dir doch keiner. Nee, das ist doch Quatsch. Um es mal ganz kurz ehrlich zu sagen, also ich werde das wahrscheinlich zusammengeschnitten haben, aber wir haben da wirklich von dem ersten Wesker-Kampf an... wir haben knapp eine Stunde gebraucht. Das ist schon echt heftig. Das ist echt eine Sau. Also wenn du wirklich schwere Bosse, da zähle ich Wesker auf jeden Fall mit dazu. Schwere Bosse in Videospielen, Wesker, Resident Evil 5, auf jeden Fall. Wie soll man das mit einem Bot schaffen? Ja, das ist... Aber deswegen ist es halt so ein perfektes Koop-Spiel, weil du brauchst jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Und nicht eine CPU. Ach so. Soll ich rausgehen? Ja. Geil, das war's! Credits, Hype, oder wie das immer. Oh. Ja, natürlich. Aber ist doch klar, es gibt kein Resident Evil, bei dem der Endboss nicht mit einem Raketenwerfer gekillt wird. Zumindest kenne ich keins. Ja, stimmt. Puh, okay. Obwohl, beim ersten Teil, dein Chill-Walkthrough. Ja gut, da gibt's dann halt gar keinen Boss. Eben. Ja, okay, gut, so gesehen. Dann kannst du ihn auch nicht mit einem Raketenwerfer erledigen. Und beim dritten weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ja, Spoiler ja. Nee, ich weiß es gerade wirklich nicht, draußen. Ob da eine mit Raketenwerfer war oder nicht. Beim vierten ja, das weiß ich noch. Ist kein Spoiler, das ist halt einfach so. Obwohl, war das da? Ja doch, den Boss erlegt man mit Raketenwerfer, ja. Beim dritten weiß ich es nicht mehr. Ist ja auch egal, ist ja nicht so schlimm.
Ja, jetzt habe ich natürlich endlich, bei den Credits erzähle ich ja immer ganz gerne noch, wie ich das Spiel so fand. Jetzt habe ich die Möglichkeit endlich mal von jemandem zu hören, der das Spiel noch nicht kannte. Und der mit Resident Evil, Resident Evil kennst du nur durch meine Let's Plays im Grunde, oder? Ja, also das, eigentlich schon. So die Spiele jetzt, also von Resident Evil selbst weiß ich natürlich. Ja, genau. Ja. Und wie fandst du es? Ja, nee, war kacke. Spiel's nicht. Nein. Hat sich nicht gelohnt. Nein, hat sau Spaß gemacht. War muss cool. Ich schon sagen, im Koop, das macht Laune. Ja. Aber auch wenn Shooter jetzt nicht so meins auf der Konsole sind, es ist eigentlich nach kurzer Eingewöhnung schnell gut gegangen. Das muss ich auch sagen, also du hast ja, wie lange haben wir gespielt? Eine Stunde knapp am Anfang, um reinzukommen. Genau. Und du warst relativ schnell drinne, also das ging echt fix. Ja, zum Glück. Aber ich muss auch sagen, also mir hat es wieder bestätigt, also wenn man Bock hat auf ein richtig geiles Koop-Spiel, dann ist Resi 5 auf jeden Fall die erste Wahl. Das Einzige, was gefehlt hat, wie heißt's? Friendly Fire. Hätte ich anmachen können. Kann man ja an- und ausmachen. Hättest du? Ja, ja. Oh. Schmeiß die Aufnahmen weg. Wir haben neue zu tun. Wir machen nochmal von vorne. Alter Vater. Die werden lustiger. Die werden besser. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man uns noch hören kann, weil die Musik gerade so laut ist. Ja. Aber ja. Aber auch von der Grafik her kann man überhaupt nicht meckern. Nee. So ein Spiel. Finde ich auch schon ist so alt. Völlig okay. Bauhaus Entertainment? What? Was? Okay. Ich finde auch, also als Remake ist ein gut gewordenes Remake. Also. Ich habe schon Remakes gespielt, wo ich gedacht habe, was habt ihr da jetzt anders gemacht? Ja. Da lief das jetzt wirklich flüssig, sah gut aus. Ich meine, die Probleme, die wir hatten, das war halt PlayStation Network. Internetprobleme. Ja. Aber das PlayStation Network ist jetzt ja nicht wirklich dafür bekannt, dass es stabil läuft. Ja gut, ich habe aber beim letzten Mal jetzt kurz die Internetverbindung getrennt und wieder hergestellt und es ist wieder halbwegs gelaufen. Okay, seitdem läuft es dann wieder, ja. Genau, dann konnte ich wieder deine Einladungen annehmen. Ach stimmt, da war das ja auch noch. Ja, wir haben ja wirklich, die letzte Folge ist unter sehr widrigen Umständen entstanden. Also, ja. Es ist sehr spät schon, das ist sehr warm. Da muss jetzt ein Daumen hoch. Ja, mindestens wenn nicht einer. Bei den anderen. Spätestens bei dieser. Ja. Ach Gott. Okay, was liegt denn jetzt noch vor mir? Also Resident Evil 6 habe ich natürlich noch auf der Platte. Da suche ich noch jemanden für den Koop, falls da jemand Bock hat auf Koop. Oh nee, nein. Also ich, genau, wenn ich dich jetzt gerade schon mal hier habe, kannst du ja überlegen, wenn du willst. Das dauert, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe gestern was von 40 Stunden erzählt, das ist Quatsch, das dauert knapp 20. Etwas über 20 Stunden. Ja, ist auch noch einiges. Ist noch eine ganze Menge, ja. Ja. Aber wie gesagt, falls du Bock hast, falls nicht, ist auch okay. Ich zock's zur Not wirklich alleine. Ich könnte's verstehen. Mit deinem Bot oder was? Ja. Ja. Er muss auch nicht jetzt entscheiden, also, ne, wenn du Bock hast. Ja, wir haben etwas Zeit, bis die rauskommen. Das kommt noch dazu, jetzt ist ja. Frohes neues Jahr übrigens. Was? Ich dachte, Oktober kommt's raus. Weiß ich, ja. Nächsten Jahres, oder wie? Was habt ihr denn so 2018 vor? Ich glaube, das müsste Ende Oktober müsste das jetzt rauskommen. Warte mal, wann das jetzt. Nee, Mitte Oktober. Okay. Mitte bis Ende. Irgendwo da so zwischen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Ordentlich. Also mit der Hauptreihe werde ich mich jetzt erstmal nicht weiter befassen. Ich werde wahrscheinlich mich mal drum kümmern, das ein oder andere Spin-off aufzugreifen. Mal gucken. Ja, aber jetzt so spontan würde jetzt nichts dagegen sprechen. Okay, das klingt doch schon mal gut. Gegen den Sechser. Da wäre ich wieder dabei. Ja, der ist auch außer mir kommt jetzt wirklich was dazwischen. Okay. Aber der ist auch wirklich wieder gruselig. Also stellenweise. Der hat wirklich... Ja, nein, warte, ich habe da Termine. Ja, der Sechser ist ja so aufgebaut, hatte ich glaube ich schon erzählt. Es gibt, waren es jetzt 3 oder 4 Kampagnen? Das weiß ich nicht mehr genau. Es gibt auf jeden Fall mehrere verschiedene Kampagnen mit verschiedenen Figuren, die man halt spielt.
Und dann halt auch immer im Zweierteam. Und ich habe, glaube ich, davon habe ich vielleicht eine Kampagne insgesamt jetzt einmal durchgespielt, eine angefangen. Und die dritte, hatte ich die dritte schon mal angefangen? Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, oh, da laufen die Credits zu Ende. Guckst du dir eigentlich immer die Credits noch mit zu Ende an? Also auch wenn du selber spielst, meine ich? Selten. Echt? Also vielleicht bei den Zelda-Spielen, aber sonst eher nicht. Ach stimmt, Zelda. Ich muss ja demnächst mal wieder Zelda streamen, oder? Nein, den Wassertempel hast du hinter dir. Ja, das war da. Ich hatte wirklich richtig Bammel vor dem Ding. Ernsthaft. Wirklich. Ja, aber war ja gar nicht so schlimm, oder? Nee, es ging schon. Also letzten Endes war es weniger tragisch, als ich es erwartet habe. Ich habe gar keinen Rang. Du Cheater. Du hast wirklich keinen Rang. Wieso das denn? 100% Treffgenauigkeit. Das war zu gut, das konnte er nicht werden. Achso, weil ich draußen war und wieder rein schaue auf die Zeit. Benötigte Zeit. 9 Minuten statt einer Stunde. Guck mal, eine Stunde, eine Minute. Ja. Wie gut, ey. Ja, eine Sekunde. Eine Sekunde. Aber echt dann. Oscar. Sie können jetzt Chris voll Metal unter dem Menüpunkt aus... Oh, die Outfits. Die Outfits müssen wir uns noch angucken. Hier, Sheva Märchen. Alles klar, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Ja, auf jeden Fall. Ich bin bereit. Also nochmal zu den Credits. Ich gucke sie mir eigentlich wirklich immer an. Ich lasse sie zumindest immer durchlaufen, sagen wir mal so. Durchlaufen lasse ich sie auch. Meistens gibt es ja sogar eine Trophäe noch dafür. So, Figuren. Ich glaub, du musst mich jetzt neu einladen, oder? Was anderes? Warte. Ich zeige sie jetzt nur mal ganz kurz hier im Video. Also es gibt jetzt hier so eine Plastikfiguren quasi, die man aus dem Kaugummiautomaten bekommen kann. Ziemlich bescheuert. Aber okay, das sind so auch die Outfits, mit denen man dann wirklich spielen kann. Die hast aber jetzt nur du bekommen. Echt? Ja. Hier, das ist dieses grenzwertige Kostüm, was ich mal angesprochen hatte von ihr. Dieses Rotkäppchen-Kostüm. Die Pose allein schon ist schon der Hammer. Das ist schon hart, ey. Das ist eigentlich ganz geil. Eine Akte nicht. Das finde ich ganz cool so in diesem Büro-Outfit. Und wen haben wir hier? Das ist, glaube ich, Barry Burton, ne? Ja. Barry Burton. Chris Redfield. Oh, Rebecca auch? Rebecca Chambers? Okay. Das sind aber keine Kostüme mehr. Na gut, lass uns das beenden. Und dann bis zum nächsten das Projekt. Das Drama. Ja, das Drama. Bis zum nächsten Projekt. Macht's gut und ciao.